herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik und herzlich willkommen auf dem Rollfeld Ihres örtlichen Flughafens und zu einer Katastrophe, die verhindert werden kann, dank dieses Flughafen-Löschfahrzeugs, das jetzt im August 2017 mit 1094 Teilen für 90 Euro in der Lego-Technik-Serie erschienen ist. Und wer möchte, kann daraus auch ein Feuerwehr-Rettungsfahrzeug bauen, das sehen wir hier, inklusive kleines Bootes. Und wir können auch noch, allerdings nicht enthalten, das dann noch mit Power-Functions-Tuning-Set entsprechend aufmotzen, dann blinkt es auch vorne. Und das, was hier sonst mit Handbetrieb betrieben werden muss, nämlich dieser Ausleger, den wir oben insbesondere auf dem Bild da gerade sehen, also wo theoretisch zumindest das Löschmittel rauskäme, den könnten wir dann mit Motorkraft hoch und runter fahren und drehen lassen. Ja. Jetzt packen wir mal aus. Das ganze Set wurde mir übrigens zur Verfügung gestellt von Lego als Rezensionsexemplar. Dafür vielen Dank. Und ich kann auch schon verraten, man muss nicht lange warten auf die Komplettrezension. Ich habe nämlich schon das gute Teil inzwischen komplett auch zusammengebaut. Also mit etwas Glück wird morgen oder spätestens übermorgen dann die restliche Rezension erscheinen. Aber jetzt gucken wir erstmal gebannt zu, wie ich aus den Karton Plastiktüten heraushole. Männer, die auf Plastik starren. Ja, in diesem Fall ist es, Frauen übrigens dürfen es natürlich auch, sind es auch noch grobstollige Reifen, die ich da raushole. Insgesamt 6, 4 sehen wir da schon. Und was wir auch sehen ist, dass die entsprechenden Tüten keine Nummern haben. Das heißt, wir müssen in einem Rutsch bauen. Da ist nichts mit aufteilen, sondern alles muss raus und dann zusammengebaut werden. Bauzeit war bei mir jetzt so, ja, 2,5 Stunden. Also ist man schon ein bisschen beschäftigt, aber auch nicht übermäßig. Und wir sehen jetzt hier die Anleitung, die allerdings nur das Grundmodell beschreibt, sprich also das Flughafen-Löschfahrzeug. Wenn man denn das Zweitmodell bauen will, dann muss man sich auf die App bzw. das Internet verlassen. Da gibt es dann die entsprechende Anleitung. Ja, also es wird natürlich erstmal das Innere gebaut, sprich also die entsprechende Mechanik, die dahinter steht mit den Zahnrädern und. Und schließlich kommt dann noch die Karosserie außen rauf, die übrigens in einem relativ großen Teil dann draufgesetzt wird. Man kann sie später, wenn man möchte, auch wieder entfernen. Ja, das werde ich aber dann im vollen Review entsprechend nochmal vorführen. Ja. Ich kann schon mal sagen, ist auf jeden Fall rot, wie sie es für Feuerwehr so gehört. Und ja, es macht ein bisschen Lust darauf, theoretisch auch wirklich da Wasser rauskommen zu lassen, aber das geht nicht. Und da gibt es bisher auch kein irgendwie ergänzendes Set, was das irgendwie erlauben würde. Aber wir sehen hier schon eine ganze Menge Aufkleber. Da ist aber große Aufkleber, das ist auch für mich durchaus machbar. Ja. Also, den Rest dann, wie das Ganze funktioniert, welche Funktionen dahinter stehen, was beim Aufklappen so geschieht und wie ich das Cape dann finde, das gibt's ja dann, wie gesagt, morgen. Und dazwischen schon die ersten Lego-Boost-Impressionen. Ah, Träumchen. Und dranbleiben. Tschüss.